Moin. Guten Morgen. Moin gewünscht. Yo, 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 yo. Es ist zu früh für Wollo. Ist das Problem? Eigentlich nicht. Es ist 10, Leute, aber ich bin... Ich hab scheiße gepennt, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Was willst du? Ich bin seit 6 Uhr morgens wach. Ich hab schlecht geschlafen. Ich bin halt ein bisschen müde, aber das legt sich dann während der Arbeit, ne? Das ist ja immer so. Natürlich. Die Arbeit macht dich wieder wach. Vor der Arbeit denkt man immer, das schaffe ich niemals. Wenn man schon mal eine Nachtschicht gemacht hast, ich weiß, das kennst du nicht, du hattest noch nie einen richtigen Job. Aber wenn man so eine Nachtschicht macht... Das habe ich mehr gearbeitet zu deinem ganzen Leben bisher. So. Ja, aber ja. Es ist keine echte Arbeit, wenn man das nicht für einen Chef macht, der sich dann einen Porsche kauft. Ach so, es ist keine dann echte ist Arbeit, wenn man für sich selbst arbeitet. In Deutschland nicht. Nee. Ah, okay. Also ich würde sagen, in Deutschland ist das tatsächlich nicht akzeptiert so richtig. Ah, okay. Gut. Ja, weißt du doch selber, sei doch mal ehrlich. Nee. Ist doch so, oder? Nee, ich spreche doch hier jetzt. Nein, natürlich. Nein. Also die Schule erzieht uns auch in die Richtung, dass wir für jemanden arbeiten sollen und nicht für uns selber. Mhm. Ne, wir werden nicht erzogen zum selber denken und selber machen, Ricky. Das findet nicht statt. Du vielleicht, weil du aus so einer Familie kommst, aber ich kann dir sagen, als Arbeiterkind habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Mir wurde immer gesagt, selbstständig auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall, das geht nicht! Nein, das geht nicht! Auf gar keinen Fall! Boah, auf gar keinen Fall, gesagt? Niemals! Boah, das hört ich gesagt, Vater? Natürlich! Warum? Mein Leben lang! Ja, so werden das die meisten kennen! Safe das sag nicht! Ich, ich glaube, dein Vater ist einfach nur ein Arschloch. Nein, du kommst aus einer ganz anderen Art. Das kannst du gar nicht beurteilen. Ja, dann kannst ich du doch komm nicht aus dem Durchschnitt. Nee, du kommst... Was ist denn der Durchschnitt? Selbstständige oder Leute, die in eine Firma gehen und knechten? Nee, was denkst du denn? Das sagt doch gerade gar keiner. Aber es ist, genau, ist ja auch egal. Wollo ist der Durchschnitt. Von mir aus. Junge, sag mal, du machst wieder einen auf... Also, du willst doch gar nicht verstehen, ne? Ich hasse das. Nee, ich versteh's doch! So tun, als wärst du dämlich und nicht verstehen, was ich sage. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ja, dann halt doch die Fresse und sag dann einfach, ja, hast einen Punkt. Ja, okay, hast einen Punkt. Aber nein, man muss immer dagegen reden, ne? Immer muss man dagegen reden. Ja, weil es sonst langweilig wäre fürs Video, wenn ich nicht dagegen reden würde. Junge, aber manche Sachen muss man... Leute... Ja. Dann erzählt mal, Leute, wie war das denn bei euch? Wurdet ihr so erzogen, dass man gesagt hat, du musst unbedingt selbstständig werden? Ich bin mal sehr gespannt. Nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon. Ach, ich glaube schon. Hast du gerade gesagt? Habe ich nicht so gesagt. Das legst du mir gerade, Wörter nehmen und das habe ich so nicht gesagt. Aha. Mhm. Kann man einen guten Short draus machen? Da kannst du jetzt reinschneiden, was Ricky gesagt hat. Ja, nee, ich habe gesagt. Ja, kann er, ja, mach das bitte. Bitte mach das rein, weil ich das so nämlich nicht gesagt habe. Es ist aber ganz klar, dass es nicht darum geht, immer zu sagen, ja, nee, du sollst nicht selbstständig werden. Ich glaube nicht, dass das viele gesagt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich war das nicht mal Thema. Aber allein, dass es auch kein Thema ist, sondern dass es einfach als absolut normal da. Das ist der normale Standard, Digga. Was willst du von mir? Natürlich ist das der normale Standard. Und was glaubst du wohl, warum so viele in die Kommentare. Also so viele. Bei Nerdy ist das scheinbar ein Ding, der postet das alle 2 Tage auf Twitter, dass irgendjemand das schreibt, dass Leute dann sagen, geh mal richtig arbeiten, geh mal richtig arbeiten, geh mal richtig arbeiten, geh mal richtig arbeiten, geh mal richtig arbeiten. Was meinst du, woher das kommt? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen. Weil Leute sich denken, ja, nein, was denkst du denn, woher das kommt? Bruder, das ist nun mal hier die Einstellung. Darum geht's doch nicht. Darum geht's doch gerade gar nicht. Es geht doch darum... Doch, genau darum geht's. Nein, darum geht's nicht. Es geht doch darum, dass trotzdem Leute, die gerne selbstständig nicht werden wissen oder nicht von ihren Eltern runtergeredet werden, dass sie es nicht machen sollen. Oder dass denen beigebracht wird, hey, das war ja nie. Ich bin ja nicht mit 11 zu meinen Eltern und habe gesagt, ich will selbstständig werden. Verstehst du? Nein, ich verstehe. Das ist natürlich nicht passiert, aber... Der allgemeine Vibe, sagen wir es mal so. Und wenn das irgendwie zum Thema kam, so nach dem Motto, warum sind wir eigentlich nicht reich? Warum bist du nicht selbstständig geworden, Papa? Mhm. Dann ist das die Antwort darauf. Das geht nicht, auf gar keinen Fall, das ist das Schlimmste. Weißt du, so eine Antwort kriegst du. Ja, und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weil du aus einer Familie von Selbstständigen kommst, du Nutte. Was denkst du denn, wie viele das tatsächlich sind, die aus so einer reinen Selbstständigen Familie kommen? Ja, aber darum geht's doch nicht. Es gibt doch trotzdem, denke ich, viele, die sagen, oh, Selbstständigkeit, ja, aber das ist schwierig. Es geht ja nicht darum, auf gar keinen Fall, sondern es geht darum, nee, aber das schaffen wir nicht, weil wir keine Idee haben oder weil wir das nicht möchten oder weil, aber es geht doch nicht darum zu sagen, ja, oh, auf gar keinen Fall. Ja, und ist das Ermutigung? Ist so, selbstständig zu werden, würdest du das dann... Du bist immer so extrem in deinen Meinungen, das ist immer so schlimm. Du bist so extrem. Was ist denn daran extrem? Ich habe nur gesagt, dass in Deutschland der Standard ist, dass die Leute eher... Hat auch keiner was anderes gesagt?
Es hat doch keiner was anderes gesagt. Nein, hat du ich, hast ich, was anderes gesagt. Ich nicht. Was anderes gesagt. Willst du mich verarschen, Digga? Ich raste aus. Ich flimm aus, Leute. Ich flimm aus. Ich hab das gesagt. Hab ich so nicht gesagt. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich schätze ich das ganz anders ein. Die Fresse, Alter. Ja, hab ich auch. Wahrscheinlich hab ich da auch recht, ja. Ja. Jetzt werden alle Leute hier, wir haben ja nur so reiche Zuschauer, ne? Die kommen alle. Ja, mein Vater, der hat eine Firma. Ich krieg nur 3 Millionen Überbrückungsgeld nach der Schule. Ich muss mich ganz aufregen, ne? Über unsere Leute. Ah ja, wolltest du ja eh. Ich wollte mich sowieso aufregen. Zwar, Leute, ich gebe schon wieder auf den Piss, ne? Ach, guck mal. Wieso? Ein bisschen. Weil, ich hab ja letztens erzählt von dem Router-Problem und so, dass ich jetzt noch einen Router gekauft habe. Und das ist jetzt. Das hat nur einer gesagt, ja, dass er glaubt, der Router ist nicht. Nee. Auch auf Twitter haben mir Leute geschrieben weiterhin. Und auch im Stream haben das Leute zu mir gesagt. In dem Imbiss-Stream. Beziehungsweise nicht in Imbiss, gestern im GTA-Stream war es nicht Imbiss. Entschuldigung. Ja, geht dann wieder, ja, meine Energie wieder Router wurde ausgetauscht. Und dann hat auch einer in den Kommentaren geschrieben. Ja, ich glaube nicht, dass der Router das war. Wo ich denke, Bruder, natürlich. Raus an Silver Mike. Ja, natürlich war das der Router. Ich bin auch mit Zelda auf den Sack. Aber nicht so schlimm wie die anderen, Bruder, alles gut. Boah, Bruder, nee. Aber Ricky, warum bist du so extrem in deinen Meinungen? Alter, vielleicht geht der Router ja auch. Kommst du aus einer Familie, wo andauernd Router kaputt sind? Du bist oder was? Du bist so ein Laber-Hannes gerade, ne? Das ist so schlimm. Du weißt genau, dass du Unrecht hattest gerade und du versuchst es einfach zu überbrücken mit deiner Arroganz. Digga, habe ich halt mit deiner Arroganz. Mit deiner Arroganz versuchst du es zu überbrücken. Ich möchte die Leute ein bisschen in Schutz nehmen, weil die meinen es ja eigentlich nur gut und die wollen dir Geld sparen. Ne? Ja, aber was ist das für ein. Ja, ich glaube nicht, dass der Router kaputt ist. Aber vielleicht ist der auch nicht kaputt. Vielleicht hätte man den einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen müssen. Hab ich doch alles gemacht! Hast du gemacht? Okay. Glaube ich nicht. Meint, ich hätte jetzt für 260 Euro einen Router gekauft, wenn ich nicht neu gestartet hätte, in der Fritzbox gewesen wäre, dann dauernd eine Werkeinstellung gestellt. Du kannst nicht in die Fritzbox. Es hat doch ab und zu mal funktioniert, weil das hätten wir doch nicht aufnehmen können, oder? Und ich bin auch übers Handy auch in die Fritzbox, wie ich dir dann gezeigt hatte, das eine Mal. Oder habe ich dir das Screenshot geschickt? Nee, das hast du mir nicht. Okay, dann habe ich dir das Screenshot geschickt. Ich wollte gerade sagen, Digga, diesen Screenshot besitze ich nicht, ne? Okay. Aber es gab einen Screenshot, ich bin ja über Handy in die Fritzbox auch rein und so weiter. Und du kannst die Fritzbox ja auch neu starten. Ich weiß nicht, ob das meine jetzt. Die hat halt so einen Knopf da drin. Hat die doch. Dass du da so reindrücken kannst, so reinstechen. Ja, aber das ist ja nicht Werkseinstellung. Ah, wobei doch, das kann sein. Doch, das gibt's. Ja, deswegen. Das gibt's. So, und das ist alles nochmal so. Ich hab das ja auch. Oh Gott, ich wollte die Sonnenblume noch haben, Mann. Sonnenblume. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht alles gemacht habe. Und dann kommen die Leute, ich glaube, das ist nicht der Router. Doch, natürlich ist der Router kaputt. Das ist wahrscheinlich was mit dem LAN im Arsch. Das kann doch nicht sein. Nein. Muss ja, ist ja jetzt auch nee. Gut. Wir müssen da jetzt mal weiter. Wir müssen weitergehen, Regie. Nein, du hast mich auch sauer. Lang über diesen Router du reden. Machst mich sauer mit deinem Durchschnittsleben. Das geht mir auch auf den Piss da mit deinem scheiß Durchschnitt da. So, das ist alles hier, gehen wir nie. Ich komme halt aus einer deutschen Arbeiterfamilie, das ist hier halt nun mal und dann kommt wieder die eine da. Dann kommt wieder die eine da und schreibt wieder ganz locker. Ich bin doch nicht ausgesucht, ich wäre auch lieber in der Familie aus Selbstständigen. Oh, Ricky war wieder absolut lost, Ricky war wieder mit seiner Meinung absolut lost. Ricky war. Ich gebe mir alle auf den Piss, ihr mit eurem scheiß Durchschnittsleben. Vor allem ist ja nicht mal eine Meinung. Ist das eine Meinung? Muss man dazu eine Meinung haben? Kann mir Rickys Router egal sein? Darf mir Rickys Router egal sein? Es geht mir um alles, es geht mir um alles. Alles immer, oh, Rickys Meinung ist los. Halt doch die Fresse, Mann. Und gib mir auf den Piss. Oh, ja, Ricky ist mal. Ich darf keine eigene Meinung haben, Bollo. Das ist das Ding. Nee, ich darf doch, ich wirklich nicht. Du. Nee, darf ich nicht. Das darf immer, auch keiner. Immer. Hast du mein Zelda-Dings gesehen, Digga? Darf ich denn eine eigene Meinung haben? Wenn ich irgendwas sage. Nee, wenn ich irgendwas sage, ist immer gleich, oh, Ricky ist Meinung wieder absolut lost. Immer diese eine dann mit diesem komischen Frauenprofilbild und sowas. Gib mir das richtig auf den Piss so. Ist doch von meiner Meinung. Darf ich wohl eine eigene Meinung haben und mich verfickt nochmal selbst. Expressen oder irgendwie einfach was sagen, so, ich finde das nicht gut. Oh, Meinung ist lost. Oh, ich finde dieses Samsung-Handy echt gut. Oh, Rickys Meinung lost, weil er benutzt kein scheiß iPhone. Ihr kleinen Ficker, was ihr seid. Ihr gebt mir hart auf Piss, Mann. Ich muss aber sagen, da hast du einen sehr, sehr guten Punkt, ja. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ich habe auch immer das Gefühl, egal was man sagt, ne? Es ist wirklich Latte egal. Es kann sein, dass du gerne Nudeln isst oder so. Ja, ne? Oh, absolut. Kommt sofort irgendwelche Leute. Oh Gott, du bist so dumm. Wie kann man so dumm sein? Weißt du nicht, wie Nudeln produziert werden, du Hurensohn? Und du denkst so, Digga, lass mich doch einfach in Ruhe meine Nudeln essen. Jetzt halt doch die Fresse. Was ist denn los? Wobei, ich habe gestern eine Pizza gepostet und niemand hat was von Tierleid geschrieben. Ich war begeistert. Die war aber auch geil. Sah auch gut aus. Sah gut aus, ne? War die von Pizza Flitzer? Das ist Pizza Flitzer, das war meine Kindheitspizza. Und deswegen finde ich auch alle Pizzerien scheiße. Ich sag dir, wie es ist.
Wenn man damit groß geworden ist, wie soll ich denn dann auch so eine italienische Pizza gut finden, Digga? Das geht einfach nicht. Die sah auch nicht so schlecht aus. Also, die sah nicht so schlecht aus. Also die meisten Pizzerien sind halt schlechter, muss man so ehrlich sagen. Gibt bestimmt bessere, will ich nicht sagen. Aber ich sag mal, der Durchschnitt der Pizzerien den Durchschnitt. Ist schlechter. Denn ich habe in Osnabrück alle probiert, Leute. Ich kann sagen, keine war so gut. Nicht mal im Ansatz. Ah, ist fürchterlich. Ja. Aber das muss nächstes Mal ganz kurz raus. Das geht's mir auch besser, muss ich sagen. Jetzt geht's mir auch. Wir haben was von der Seele geredet. Das muss manchmal sein. Das muss manchmal. Wie gesagt, bei der Sache stimme ich dir auch 100% zu. Danke. Ne, noch schlimmer ist, wenn du irgendwas sagst, was tatsächlich in irgendeiner Form relevant ist, ne? Dann wird's besonders schlimm mit den Kommentaren, die dir was erzählen wollen, ne? Gott im Himmel. Deswegen, es gibt auch Tage, wo ich mir wirklich denke, ich will's einfach löschen. Ich will einfach das ganze Ding hier aufgeben, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß habe. Ja, weil ihr nervig seid, Leute. Weil ich es mir nicht mehr ertragen kann, ne? Einfach mal überlegen. Dass du nicht sagen kannst, ihr könnt ja auch gegenteiliger Meinung sein. Das ist ja gar kein Problem, ne? Genau. Aber dann sagt man das mal in vernünftigen Worten. Dann sagt man, aha, Ricky, naja, finde ich jetzt nicht so. Also ich sehe das eher so. Genau. So, dann ist das total in Ordnung. Aber dann direkt den anderen als Idioten darzustellen, ne? Oder lost. Es ist so, ja, das ist ja. Ja, du anderes weißt, Wort für Trottel, du bist ein Trottel. Ja? Ja. Ich deutsch das jetzt mal ein hier. Nee. Deutschland spricht Deutsch, du. Nein. Ganz einfach. Nicht? Ich hasse Deutsche. Du bist Deutscher, Digga. Ich hasse mich auch selber. Ja, schließ nicht von dir auf alle anderen, ne? Das ist wieder so. Nur weil du lost bist. Lost im Ziel. Ach, deswegen willst du nicht, dass ich das als Trottel verkaufe? Das ist mir heilig, Wollo. Ja, aber steht der Lost MC nicht auch ein bisschen... Also ich dachte das immer, weil dein Charakter ja auch so ein kleiner Idiot ist. Nee, aber es ist der einzige Idiot. Der Lost MC ist halt so ein... Nee, das ist der einzige Idiot. Deswegen auch Lost. Warum denn dann Lost? Wofür steht denn das da? Das ist einfach das GTA-Ding. Also in GTA heißt der MC so. Ja, aber irgendjemand hat sich ja überlegt... Ach so. Der heißt in GTA so. Also in GTA schon so. Also haben wir nicht benannt. Gut, das wusste ich nicht. Aber das macht Sinn, deswegen steht das auch auf der Tür und so, ne? Ja, genau. Ja, das habt ihr da nicht selber reingemacht. Hätte man das nicht auch selber ändern können? Das können wir auch. Das haben wir auch schon etwas gemacht. Das können wir auch. Also, okay. Ich hätte den Pilz nehmen sollen, hätte ich eine Welt übersprungen, ne? Ne, Welt 4 haben wir nur gegangen, ne? Überspring doch auch keine Welt. Wir spielen das Spiel jetzt einfach durch. Aber ich spiel's nicht du Welt weißt 4. Doch eh nicht, was du danach spielen sollst. Dann lass es doch auch ruhig drauf gehen. Danach? Der Klempner hüpft ein bisschen durch den Gegend. Das finden die Leute gut. Ja, Leute. Ach so. Danach ist GTA-Time. Wir sollten nicht mehr diese Projekte ankündigen. Nee, würde ich nicht mehr. Weißt du warum? Weil die Leute mich jetzt auch schon wieder so darstellen, als hätte ich den Tony Hawk nicht gegönnt. Aber das Ding ist halt, Leute... Wir haben es ja aufgenommen. In der Fantasie, ne? Also wenn man sich das so überlegt, stellt man sich das immer alles so ganz schön vor, ne? Hat man so eine romantische Vorstellung von der Sache. So, und dann macht man's. Und merkt so, ist gar nicht wie in meiner Fantasie jetzt gewesen, so. Wie das Projekt hätte laufen können. Und entscheidet dann doch, na, ist vielleicht jetzt doch nicht das Beste, was wir jetzt machen könnten. Und dann ändert man das wieder. Ne? Das machen wir tatsächlich zu eurem Besten und nicht zu eurem Schlechtesten. Ja, tatsächlich haben wir ja aufgenommen. Wir waren ja in einem Part drinne und haben ja dann den Part abgebrochen, weil wir gemerkt haben, okay, das ist nicht das Richtige. Genauso ich muss mich da einfach zu sehr drauf konzentrieren und so. Ricky kennt das Spiel ja auch überhaupt nicht und das ist... Also ich weiß, wie Tony Hawk funktioniert durch Tony Underground 2 und so, aber es ist natürlich ein anderes Spiel wie Tony Underground 2 halt. Ja, klar. Macht das Sinn. Und dann haben wir haben auch Rollercoaster probiert, ne? Rollercoaster der cool, aber auch das ist ein bisschen zu eintönig, würde ich es mal nennen. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass das ein gutes Runway-Spiel wäre. Das auf jeden Fall. Kann ja auch alles noch kommen, Leute, ne? Vielleicht mal dann mal wieder erstmal anders drauf, anderes Mindset und so, dann kann das noch passieren, aber... Irgendwann, wenn ich mal alleine ein Projekt machen muss, weil Wollo, keine Ahnung, ne, sich das Bein gebrochen hat oder so, nicht mehr aufnehmen kann, dann mache ich euch Rollercoaster. Wenn mein Router einen kleinen Schluck auf hat, der ist natürlich nicht kaputt. Nee, ich glaube nicht, dass er Sorge, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bestimmt etwas mit IP4. Am besten schickst du ihm der Person mal zu, damit sie ihn einmal durchprüfen kann. So lange mache ich da nichts, ne? So lange machst du da gar nichts. Kein Internet. Du hast einfach nichts. Genau, kein Internet hast du währenddessen. Du wartest lieber. Du wartest lieber 4 Wochen, dass der Typ dir den Router wieder schickt. Und dann sagt er, Bruder ist doch kaputt. Ja. Hattest recht. Ja. Ja. Sehe ich. Ja, Leute, ist doch alles scheiße. Alter, lasst uns in Ruhe. Schreibt einfach nur noch gutes Video.
Mit Arm. Echt stabiles Video mit Arm. Das reicht. Wobei, ich lese die Kommentare so gerne. Ne? Ich lese tatsächlich alle. Ich tatsächlich auch. Und ich liebe es auch, dass wir so viele Kommentare kriegen. Und ich mag es auch, dass wir öfter mal längere Kommentare kriegen. Wir hatten auch letztens einen, der hat ein bisschen was von seinem Fettsein erzählt, ne, dass er gut abgenommen hat und so. Ja, hab ich auch. Bruder, bleib stark, mach weiter. Immer weitermachen, ne? Immer weitermachen. Super gemacht. Bleib dran. Wir sind bei dir. Das kann ich dir sagen. Ich hatte auch gestern nur diese Pizza, bevor es gleich wieder heißt, ne, Fettsack. Ich hatte, das war eine 26 cm Pizza und ich hatte sonst nichts. Ich hatte gestern einen Döner. Fettsack. Und wollte auch mehr eigentlich nicht essen, aber... Ich macht war da? Nee. Aber ich war jetzt mal ein Aquajog. Ne? Und, sehr gut. Und dann komme ich so wieder und meine Aushilfe komplett in Panik und sagt so, ich habe den Grill kaputt gemacht. Ich guck so, sehe nur, aha, Lampen aus, weiß, okay, sie hat beide Seiten vom Grill angemacht, die Sicherung ist rausgeflogen, ne? Und ich so, ja, ich sag, die Sicherung ist rausgeflogen, alles gut. Ja, es liegt ja noch ein halb angebratener Burger drauf und so. Dann habe ich mir halt den Burger zu Ende gemacht und halt den Burger noch gegessen, damit er nicht weggeschmissen wird. Aber das war's dann auch. Ich habe gestern nur diesen Burger gegessen und dann halt noch einen Döner. Ja, kommst du auch nicht. Kommst du auch knapp auf 1500 Kalorien maximal. Ja, und ich habe Ich hab sowieso noch eine Frage an dich, Ricky. Ja. Wollte ich eigentlich schon letztens stellen, weil ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe. Und zwar, nachdem du mir dein Bild geschickt hast, dass du bei McDonald's gerade bist, ne? Ja. Da kam mir so der Gedanke. Scheiße. So, und das ist jetzt nur passiert, weil du da noch an dieser Starcoin rumfummeln wolltest. Ja, hab ich genau gesehen. Hast du recht. Hab ich genau gesehen. Die brauchst du nicht und es gab keinen anderen Grund, warum du jetzt gestorben bist. Könnt ausrasten, ich flippe um aus. was ich eigentlich wollte, ist die Tatsache, so, du arbeitest in einem Imbiss, in dem du Burger verkaufst, ja, und selber machst. Richtig. Die ja angeblich auch sehr lecker sind. Richtig. So, und dann gehst du nach McDonald's und holst den Burger nach der Arbeit. Ja. Nee, es war nicht, das war während der Arbeit, weil ich ja meinen Router gekauft habe. Noch schlimmer eigentlich. Und dann hatte mein Bruder mich gefragt, ob ich von Mac etwas mitbringen könnte für seinen Sohn. Jung! Ja, aber der ist auch in dem. Also. Ja, aber es ist halt kein Mac's Burger. Es ist halt kein Mac's Burger. Gott im Himmel, ihr macht mich alle fertig, ey. Ihr macht mich wirklich fertig, ne? Das macht mich immer, das macht mich betroffen. Und tatsächlich habe ich mir auch ein bisschen süßsaure Soße mitgenommen, damit, wenn ich mir Nuggets mache im Laden, dass ich die süßsaure Soße da habe. Die man auch im Laden hätte kaufen können. Fairerweise. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Keine Ahnung, ich war in der Nähe und ich hatte Hunger für auf dem Rückweg und habe mir einen Cheeseburger mitgenommen, ne? Und halt also diese Aussagen auch, dass dein Neffe da lieber von McDonald's ist, also... Nee, es ging nicht um Lieber. Das wundert mich gar nicht, dass bei dir nicht läuft. Nee, wundert mich langsam nicht mehr. Es ging nicht um Lieber, es ging auch darum, wir wollten den Grill nicht dreckig machen. So nice. Weil dein Tag war nichts los. Und dann brauche ich den Grill nicht sauber machen und so. Und da kein einziger Burger den Tag verkauft. Wahrscheinlich keine. Nee, also es gibt in letzter Zeit, also wenn schlechtes Wetter ist, hast du manchmal, dass halt kein Burger, keine Wurst verkauft wird, sondern halt nur ein paar Pommes oder ein Crepe oder sowas. Und dann brauche ich den Grill nicht abends sauber machen. Na gut. Lass ich dir mal so durchgehen, die Ausrede. Ja, und ich mag Mac's halt gerne, ne? Das ist halt auch noch so ein Ding, ne? Ja, aber... Ja, ich verstehe das, ja. Aber du musst auch manchmal was anderes essen, außer das, was du verkaufst. Man muss ja auch mal einen anderen Burger essen. Es geht ja nicht darum, dass es nicht schmeckt. Oder geht man ja darum, isst einfach gar keinen Burger mal, ne? Auch mal eine Maßnahme vielleicht. Naja, das geht nicht. Nee, das geht nicht, oder? Also jetzt wirst du langsam verrückt. Also jetzt wirst du auch langsam jetzt kommen wir auch hier durch, ne? Jetzt ist er auch langsam mal gut, ne? Gleich werde ich eingewiesen. Ja, ich da davor, dass man mich einweisen muss. Ja. Diese Aussage. Ja, nee, ist ja okay. Ist ja genauso, warum hole ich mir einen Döner, wenn ich mir selber eine Bratwurst machen könnte, weißt du, wie ich meine? Nee, das ist was anderes. Also das ist wirklich was anderes. Eine Bratwurst und ein Döner ist nichts zu vergleichen. Eine Bratwurst ist besser, ne? Tja, aber die warmen Tage kommen jetzt, Regie. Ja, ist soweit. Ich hab's gesehen. Gott sei Dank. Die schöne Zeit für mich ist vorbei. Gott sei Dank, endlich. Ich werde schwitzen wie so ein Tier. Endlich. Also der 7-Tage-Trend sieht auch sehr gut aus. Ich glaube, nächste Woche haben wir teilweise 27 Grad hier und so. Ich freue mich. Ich mich nicht. Ich sag dir, wie es ist. Ich freue mich gar nicht so. Ich meine, Klimaanlage wird helfen, aber die ist auch so laut. Und ich finde... Die Kälte, die Klimaanlage macht, ist halt nicht so geil. Irgendwie, das fühlt sich irgendwie anders an. Ist nicht so ein schönes Kühl, wie wenn es wirklich kühl ist. Ja, es ist, natürlich ist das was anderes, klar. Es ist, fühlt sich schon sehr anders an, ne? Also, ja. Aber gut, wenn da der Hochsommer ist, werde ich wahrscheinlich dankbar und froh sein, ne? Sei dankbar, Ricky. Ich bin immer dankbar. Meine Lieben, wofür ich auch dankbar bin, ist, dass dieser Part vorbei ist. Und ihr ein nettes Kommentar schreiben werdet.
Mit. Naja, nach der Hasstirade gegen die Zuschauer kann ich verstehen, wenn ihr heute keinen netten Kommentar schreibt. Aber mein Gott, ne? Muss auch mal sein. Ihr müsst auch mal die Wahrheit abkönnen. Das ist auch mal langsam, ist auch mal gut jetzt hier. Ne? Liegt ja nicht an uns, liegt ja an euch. Ja, ihr seid der Scheiße. Ne? Da können wir ja nichts für. Ist nicht unsere Schuld. Nee, wir haben euch lieb. Und sind ja auch nicht alle. Nee, nein. Nur du. Nur du da. Kramer ist cool. Wer ist Kramer? Junge, jeder kennt Kramer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Ciao. Niemand kennt Kramer.